Die Westdeutsche Landesbank, die einst mächtigste aller Landesbanken, nur noch ein Trümmerhaufen. Tausende Arbeitsplätze sind verloren. Ja, und hier ist keiner mehr. Ist denn das jetzt schon die Folge tatsächlich der Umstrukturierung? Ja, hier ist es tatsächlich so. Das ist der Bereich Research, der ehemalige. Der ist der Bereich gewesen, der als allererstes von der Einstellung des Neugeschäfts betroffen war. Und hier haben eben fast alle Beschäftigten bereits Aufhebungsverträge unterschrieben. Ein paar sind vielleicht auch noch im Urlaub im Moment, aber das ist in der Tat so, wie es an vielen Stellen der Bank bald aussehen wird, wenn der Personalabbau eben rapide voranschreitet. Das Ende einer Bank. Die WestLB ist die erste Landesbank, die abgewickelt wird. Nach Jahrzehnten voller Größenwahn, Filz und mangelnder Kontrolle. Ich war nicht Mitglied des Kreditausschusses. Ich habe an keiner einzigen Sitzung des Kreditausschusses teilgenommen. Affären und Kungeleien erschütterten die Bank in ihren Grundfesten. Köpfe rollten. Ich bedauere den Schritt, zu dem sich Heinz Schleuser entschlossen hat. Die Aufseher der Europäischen Union wurden von den Politikern und Bankmanagern vor den Kopf gestoßen. Die Brüsseler haben nicht vergessen, dass sie seinerzeit unter Druck gesetzt worden sind, dass sie beschimpft worden sind und. Und sie haben Rache geschworen. Das Ende ist für alle Beteiligten bitter. Wer herausfinden will, wie es dazu kam, muss tief in der Geschichte der WestLB suchen. Und sind die Tränen echt? Ja, die sind echt, ja. Nach über 20 Jahren schon. Fast 30 Jahre. Ja, schon sehr traurig. Die Mitarbeiter haben viele Chefs erlebt. Vor allem zwei der Vorstände prägten das Gesicht der WestLB über Jahrzehnte. Ludwig Poulin gründete die Bank 1969. Heute ist er 92 Jahre alt. Friedel Neuber war im Gegensatz zu Ludwig Poulin eng mit der Politik verwoben. Der WestLB sollte diese Allianz zum Verhängnis werden. Ich war ein Illusionist, dass ich geglaubt habe, damals anfängen. Es sei möglich, mit einem tüchtigen Vorstand, der diese Bank ordentlich führt, die Politik außen vor zu lassen und die Bank nur nach geschäftspolitischen Modellen und Grundsätzen führen zu können. Eine absolute Illusion. 1969. Die neue Westdeutsche Landesbank, gegründet als Förderbank für Industrie und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen. Eigentümer: das Land und die Sparkassen. Eine Idee von Ludwig Poulin, dem ersten Vorstand der WestLB. Er hielt stets Distanz zur Politik, ließ sich nicht in die Geschäftspolitik reinreden. Das war schon damals nicht einfach. Ich denke, ich sage die Wahrheit, dass dann mein Ministerpräsident mich zur Audienz befahl und mir den Wunsch des damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt überbrachte, geäußert dem Parteipräsidium der SPD, dass ich meine Schnauze zu halten hatte und keine Kritik mehr zu äußern hätte an dem, was mein hochverehrter Herr Bundeskanzler an finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Dingen tat. Und darüber ist es auch zum Buch gekommen. Ich habe mir den Mund nicht verbieten lassen. Ein Modell ohne Zukunft. Ein privater Beratervertrag bot den Vorwand. Poulin musste nach 8 Jahren gehen. Friedel Neuber wurde 1981 neuer Chef der WestLB. Neuber war ein Machtmensch. Er verzahnte Geschäft und Politik. Schnell wurde klar, er wollte eine andere Bank als Ludwig Poulin. Die Westdeutsche Landesbank gehört zur Sparkassenorganisation. Und innerhalb der Sparkassenorganisation haben wir die Arbeitsteilung, dass wir als Zentralbank uns überwiegend um große Unternehmungen zu bemühen haben
und der Privatkunde von den Sparkassen betreut wird. Wenn man die Beiträge in den letzten beiden Tagen hier erleben durfte. Friedel Neuber war zuvor 1962 als jüngster Abgeordneter für die SPD in den Landtag Nordrhein-Westfalens gekommen. Mit Hilfe mächtiger Parteigenossen hatte seine steile Karriere begonnen. Die Geschichte von Filz und Seilschaften der WestLB, sie begann mit Neuber. Friedel Neuber wurde mit Hilfe der SPD völlig überraschend in sein Amt bei der WestLB gehievt. Was vielen damals nicht klar war: Die Unabhängigkeit der Landesbank sollte damit für immer verloren gehen. Die enge Bindung Neubers zu den regierenden Genossen war ebenso verlockend wie gefährlich. Neuber konnte die Bank umbauen, ohne wirksame Kontrolle. Neubers politischer Ziehvater war Johannes Rau, damals Ministerpräsident des Landes und oberster Kontrolleur der WestLB. Die WestLB gehörte zu weiten Teilen dem Land Nordrhein-Westfalen. Eine Verflechtung, die jede Kontrolle unterlief. Das hatte Ludwig Pollin nicht gewollt. Der Verwaltungsratsvorsitzende, der Finanzminister und der Aufsicht und Genosse und Juso-Freund von dem Vorstandsvorsitzenden, der ist Genosse. Man duzt sich, das Duzen ist ja ohnehin, nimmt eine natürliche Barriere. Und wenn die fast naturgegeben gar nicht mehr vorhanden ist, dann gibt es auch keine Kontrolle mehr. Dann gibt es nur noch das gemeinsame Bierchen, was man trinkt. Seilschaften lassen sich am besten dort knüpfen, wo niemand zuhört. Bis wenige Jahre vor seinem Tod 2004 nutzte Neuber dafür die Jagd. Nahezu jeder wichtige Politiker und Geschäftsfreund, auch Journalisten, bekamen Einladungen von Neuber. Das System blühte im Verborgenen. Auch Hartmut Schauerte hatte eine Einladung zu einer der berüchtigten Jagden bekommen, aber er lehnte ab. Schauerte war damals finanzpolitischer Experte der CDU und neu im Landtag. Die hätten schreien müssen, die die Kompetenz gehabt hätten zu schreien, waren weitgehend eingebunden in das System. Also das war politische Landschaftspflege vom Feinsten, die der Herr Neuber da betrieben hat. Und das wurde gedeckt von dem Ministerpräsidenten Rau und dem Finanzminister Schleuser. Ich muss mich gegen Filz und Freundschaft wirklich wehren. Wir haben, ich hoffe jedenfalls, unsere Aufgaben für das Land zu erfüllen gehabt und haben sie auch erfüllt. Insbesondere in der Strukturpolitik, in der Wirtschaftsförderung, in der Wohnungsbauförderung. Das hat ja nichts mit Filz zu tun. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Das ist auch der Auftrag, den wir für das Land zu erfüllen haben. Das Land und die WestLB, beide damals fest in der Hand der SPD. Mit dem Machtmenschen Friedel Neuber erlag die WestLB einem Größenwahn, der die Bank gefährlich weit von ihrem ursprünglichen Auftrag entfernte. Neuber wollte das ganz große Geld, jenseits der Grenzen Nordrhein-Westfalens. Unter Industriepolitik verstanden sie nicht die Finanzierung der Industrie, die Dienstleistung für die Industrie, sondern die Beherrschung der Industrie. Ende der 80er Jahre begann ein Wirtschaftskrimi mit schwindelerregenden Einsätzen. Friedel Neuber investierte Milliarden und kaufte sich wie im Rausch in Konzerne ein. Zum Beispiel Aktienpakete beim Touristikunternehmen LTU. Das wiederum war über ein Firmengeflecht mit der Preussag verbunden. Auch an der Preussag hielt die WestLB Aktienpakete. Die Preussag, eigentlich ein traditionelles Bergbauunternehmen, war auch in der Touristikbranche engagiert. Eng verbandelt mit dem Reiseunternehmen TUI. Dessen Chef kam aus der WestLB. Er war ein Intimus Neubers. Der Machthunger kannte keine Grenzen. Auch an dem krisengeschüttelten Maschinenbauer Babcock Borsig hielt die WestLB nun ein umfangreiches Aktienpaket. Friedel Neuber war Chef des Aufsichtsrates. Die Holzmann AG stand ebenfalls unter dem Einfluss der WestLB. Holzmann war mit 41.000 Mitarbeitern das größte deutsche Bauunternehmen. Da wusste man nicht mehr, ist er jetzt der Banker, der Unternehmer, der Erfinder dieses Modells. Das war, der Banker braucht eine Distanz zu seinem Objekt.
Und er muss nicht das Objekt selber sein wollen. Und da war keine klare Trennung mehr. Es war jetzt die internationale Finanzwelt, die Friedel neu bereizte. Mitspielen im Geschäft der Großen, abheben mit Methode. Anfang der 90er Jahre war die WestLB an 13 Standorten weltweit vertreten. Christiane Kuthiel-Bleibaum arbeitete 25 Jahre bei der WestLB. Sie hatte miterlebt, wie sich die Bank krakenhaft ausbreitete. Mit Nordrhein-Westfalens Mittelstand hatte das schon längst nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, die Bank ist sehr schnell sehr stark geworden und dadurch natürlich auch eine gewisse Konkurrenz zu anderen Häusern. Und ich glaube, aus der eigentlichen Form einer oder aus der eigentlichen Situation einer Landesbank heraus war das nicht immer für alle Eigentümerparteien oder auch für das Umfeld verständlich, was diese Landesbank gemacht hat. Ein höchst labiles Kartenhaus. 2002 ging Babcock pleite. Ein Milliardenverlust für die WestLB. Im gleichen Jahr stürzte die Holzmann AG ab. Für die WestLB ein Millionengrab. Noch heute laufen Strafverfahren gegen Verantwortliche. Die Strategie Friedel Neubers hatte das Fundament der WestLB verändert. Weg von einer Förderbank hin zu einer Beteiligungsbank. Ein fataler Weg, der die WestLB Milliarden kostete. Und niemand stoppte Neubau. Seit 20 Jahren hat die Europäische Union die WestLB im Visier. Die Bank wurde stets mit Geld vom Staat gestützt. Jede Kritik daran wiesen Bank und Politik brüsk zurück. An einigen Sätzen in der Entscheidung lese ich persönlich, dass da eben eine ganze Menge Groll mitspielt. Also ein Beispiel ist, dass also definitiv am 30.06. hier die Schilder weg sein müssen mit dem Namen WestLB. Und das sehen Sie ja, wenn Sie vor der Tür stehen. Sie sehen fast nirgendwo mehr das Logo der WestLB oder den Namen der WestLB. Und das zeigt mir, dass da ein bisschen mehr mitschwingen muss bei der EU-Kommission als reine Logik, reines betriebswirtschaftliches Denken, warum die Bank in der Art und Weise zerschlagen werden musste. Heinz Hilgert war von 2008 bis 2009 Vorstandsvorsitzender der WestLB. Doch er warf rasch das Handtuch. Sein Versuch, die WestLB neu auszurichten, scheiterte schon im Ansatz. Die Front zur Europäischen Union war längst verhärtet. Ich habe im Frühjahr 2008 meinen Antrittsbesuch, informeller Besuch, kein offizieller Charakter, bei Frau Groß, der Wettbewerbskommissarin damals, gehabt, begleitet von zwei hochrangigen Mitarbeitern. Es gab keine formelle Begrüßung, sondern wir haben auf dem Tisch von Frau Groß, einem Kristalltisch groß, einen Ziegelstein mit dem Buchstaben No vorgefunden. Und die Begrüßung fiel auch sehr profan aus. Sie hieß, well, the story of WestLB must end now. Der Grund für das Zerwürfnis lag 20 Jahre zurück. Miteigentümer der Bank war damals Nordrhein-Westfalen unter Johannes Rau und der Landtag war fest in der Hand der SPD. Sie bestimmte die Geschicke der Landesbank. Ein Fall von Staatswirtschaft. Die Bank war finanziell abgesichert, wie alle Landesbanken. Mit einer sogenannten Gewährträgerhaftung übernahm das Land die Haftung für sämtliche Verluste. Der Steuerzahler würde für jeden Verlust der Bank gerade stehen. Auch der damalige Finanzminister Heinz Schleusser war ein Vertrauter Friedel Neubers. Mit ihm zusammen wollte er die Bank zum Global Player machen und sich in Industrieunternehmen einkaufen. Dafür brauchte die Bank Geld. Friedel Neuber bekam das Geld. Mit einem Trick. Die wertvolle staatliche Wohnungsbauförderanstalt WFA wurde der Bank einfach geschenkt. Ihr Wert? 4 Milliarden D-Mark. Also das WFA-Vermögen, das war das Vermögen der Wohnungsbauförderungsanstalt. Die WestLB hatte zu früheren Zeiten ja auch Fördergeschäft übernommen. Und dieses Vermögen wurde integriert in die damalige WestLB und wurde quasi als Eigenkapital berücksichtigt. Als das Land der WestLB ein Kapital zur Verfügung gestellt hat, ich glaube, größer 4 Milliarden damals, hartes Kapital, ohne dafür mehr Anteile an der WestLB erwerben zu können und ohne dafür Zinsen zu kriegen. Da war das ganz eindeutig eine Wettbewerbsverzerrung zu allen anderen Instituten, die natürlich ihre Kapitalgeber bezahlen müssen. Und das hat Neuber und Schleusser gemeinsam negiert. Ich habe die Debatten damals geführt.
Und sie haben dann einen lächerlichen Zinssatz von 0,6% angeboten. Und wir haben dann gemeinsam mit einer Reihe von Bankern die Klage in der EU losgetreten. Deswegen. Die Klage der konkurrierenden Banken rüttelte die Europäische Union wach. 4 Milliarden ohne Zinsen. Das war Wettbewerbsverzerrung. Und es waren Steuergelder. Das verstieß gegen EU-Recht. Doch diese Kritik prallte an den Verantwortlichen in Düsseldorf ab. Finanzminister Heinz Schleuser hielt die Macht am Rhein für unerschütterbar. Diese Arroganz der Macht sollte sich Jahre später als größter Fehler erweisen. Bernd Lütje war zu der Zeit Chef des Bundesverbandes öffentlicher Banken und er war an vielen Verhandlungen mit der EU beteiligt. Wenn man eine Geschichte dieses Verfahrens schreiben würde, ich könnte sie schreiben, dann muss man sagen, dass von Anfang an der Konflikt da war, der bis zum Ende nicht gelöst worden ist. Und dieser ungelöste Konflikt führte zur Ablösung, also ich sage zur Vernichtung der WestLB. Denn trotz der massiven Kritik aus Brüssel zahlte der Staat einfach munter weiter an die Bank und brüskierte die EU in den Verhandlungen zudem durch seine starre Haltung. Ich habe seinerzeit mal gefragt, Herrn Neubauer, wie denn die Bank aussehen würde, wenn die Gewährträgerhaftung wegfallen würde. Und er hat mich nicht aussprechen lassen und gesagt, die fällt nicht weg. Wir haben so viele starke Kräfte, der Bundeskanzler, das war damals Herr Schröder, und alle Ministerpräsidenten stehen dafür, dass die Gewährträger stehen bleibt. Und wir haben die Machtmittel in Brüssel und die setzen wir ein, dass sie nicht fällt. Es war ein grausamer Irrtum. Nach Politikhörigkeit und Größenwahn wurde damit das Ende der WestLB endgültig eingeleitet. Ein Ende, das die Steuerzahler Milliarden kostet. Wir hätten etwa 1995, 1996 eine Einigung mit den privaten Banken haben können. Wir hätten sogar die Anschlusslast-Gewährträgerhaftung behalten können. Man hätte dann über einen Zinsausgleich, hat man schon nachgedacht. Aber es war keine Bereitschaft da, des alten WestLB-Vorstandes überhaupt Kompromisse einzugehen. Man hat das also nivelliert, weggebügelt, hat versucht, die Themen als unernst zu behandeln. Und daraus ist ein langwieriger Prozess geworden, der letztlich am Ende von 10 Jahren die WestLB als Verlierer gesehen hat. Noch im Jahr 2000 rangen EU und das Land NRW um eine Einigung. Verhandlungspartner damals: der neue NRW-Finanzminister Pierre Steinbrück. Die EU forderte, dass die Bank dem Land NRW für dessen Finanzspritze nachträglich über 1 Milliarde Mark an Zinsen zahlen muss. Hartmut Schauerte ist noch heute fassungslos, wenn er daran zurückdenkt. Denn das Land und die WestLB legten Widerspruch gegen diesen Bescheid beim Europäischen Gerichtshof ein. Ein Land, das unter der Verschuldung ächzt, bekommt ein Urteil, dass die Landesbank ihm 1,6 Milliarden D-Mark zurückzahlen soll und das Land beschwert sich darüber, dass es Geld bekommt. Da kann man sehen, wie sehr die miteinander verwoben waren. Das ist pervers. Die hätten eigentlich sagen müssen, ein großer Tag für den Finanzminister des Landes, wir kriegen Geld von der WestLB. 1,6 Milliarden. Die EU verfügte schließlich, die WestLB muss zahlen. Da war Steinbrück schon kein Finanzminister mehr. Und die EU ging noch weiter. Die Bank sollte privatisiert und das staatlich abgesicherte Fördergeschäft abgegeben werden. Und in Nordrhein-Westfalen war das Fördergeschäft Aufgabe der WestLB gewesen. Und die Kommission hat dann gesagt, sie setzt eine Frist. Bis zu dieser Frist muss das Fördergeschäft, was ich dann noch hier nochmal ausführen kann, ausgegliedert sein aus der WestLB in einer eigenen Einrichtung, sodass die WestLB in der Tat als private Bank im öffentlichen Eigentum klar geführt wird. Im Jahr 2002 wurde dann die staatliche NRW-Bank gegründet. Sie übernahm die ursprünglichen Aufgaben der WestLB. Jahrelange Arroganz von WestLB und Politik gegenüber der EU hatten dazu geführt, dass der WestLB das staatlich abgesicherte Fördergeschäft komplett verloren ging. Nun begann die K.O.-Runde der WestLB, die nach einem weiteren Skandal bereits vor 2 Jahren schwer angeschlagen war. Der Vorwurf,
Politiker sollen privat und kostenlos Flugzeuge der WestLB benutzt haben. Im Rampenlicht des Verdachts Finanzminister Heinz Schleuser, Friedel Neuber und Johannes Rau, seit einer Ewigkeit Ministerpräsident in NRW. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet. Inzwischen regierte Rot-Grün in NRW. Der Grüne Fred Hansen legte sich also mit seiner eigenen Regierung an. Das konnte nicht gut gehen. Man kommt da in ein System rein, das man aus Filmen kennt, aus Fernsehsendungen. Also man glaubt ja nicht, dass man sowas live erleben wird. Also das hat ja die Qualität einer Daily Soap. Es ging um die eine Frage. Hatten Politiker die Jets der WestLB privat genutzt? Der Untersuchungsausschuss blieb ohne große Wirkung. Geschützt durch ihre Nähe zur Regierung mauerten sich die Verantwortlichen durch die Befragungen. Als Friedel Neuber kam, kam der da mit einer unglaublichen Arroganz rein. Also er hielt quasi Hof, setzte sich dahin und erklärte dann auch, ihr könnt mich ja alles fragen, aber eine Antwort werdet ihr im Prinzip nicht bekommen. Wenn nicht ausgesagt wird, nützen alle Akten nichts. Auch die grünen Abgeordneten und Minister standen vor einem Bollwerk des Schweigens. Und es hielt. Die Genossen wähnten sich in Sicherheit. Auch Wolfgang Clement, inzwischen NRW-Ministerpräsident, wiegelte immer wieder ab. Was natürlich aufgefallen ist im Zuge der Gesamtermittlung war, dass nur immer das zugegeben wurde, was zweifelsfrei nachgewiesen war. Also das war ja auch der Hauptvorwurf an Wolfgang Clement, dass er da so eine Art Salamitaktik betrieb. Doch die Behauptung des Finanzministers, er sei nicht geflogen, erwies sich als Lüge. Ich bedauere, dass dort durch diesen Fehler, wie ich es genannt habe, und das ist ja ein Fehler, Missverständnisse aufgetreten sind, dass missverstanden worden ist von Ihnen offensichtlich und von der Öffentlichkeit und dass jetzt dieses Missverständnis ausgeräumt wird. Zwei Privatflüge wurden ihm nachgewiesen, Kosten 42.000 D-Mark. Andere Fragen aber blieben offen. Wie sind Flüge zu bewerten, die tatsächlich statt aus dienstlichen Gründen stattgefunden haben, wo aber irgendjemand nur mitgeflogen ist? Hätte der anteilig bezahlen müssen? Diese Fragen sind ja nie geklärt worden. Es hat ja auch nie eine Rechnung gegeben. Es tauchten Dokumente auf, nach denen Ehefrauen von Politikern mitgeflogen seien, ohne zu bezahlen. Wegen ähnlicher Fragen musste ein Bundespräsident erst kürzlich zurücktreten. Wegen der Blockadehaltung der SPD scheiterte damals eine umfassende Aufklärung. Zwar bezahlte der Finanzminister seine Flüge nachträglich, aber er musste gehen. Ein Bauernopfer, so empfanden es damals viele. Er war der Einzige. Sein damaliger Ministerpräsident Wolfgang Clement verweigert uns noch heute ein Interview dazu. Ich bedauere den Schritt, zu dem sich Heinz Schleuser entschlossen hat. Aber ich verstehe den Schritt und ich respektiere seine Motive. Hinweise aus dem Untersuchungsausschuss führten aber zu Ermittlungen auch gegen die WestLB. Und gegen deren Vorsitzenden Friedel Neuber persönlich. WestLB-Jets sollten, so der Verdacht, für Flüge nach Luxemburg genutzt worden sein, um Kundengeld vor der Steuer zu verstecken. Das ist von Zeugen, von Flugkapitänen behauptet worden, die dann schilderten, dass sie gut gefüllte Koffer mit nach Luxemburg nehmen mussten. Die Flüge hat es im Übrigen dann auch gegeben. Und diese Dinge dann leer wieder mit zurücknahmen. Heute kaufen Finanzbehörden Daten-CDs aus Luxemburg. Ganz anders in den 90er Jahren. Die Bank in Luxemburg mauerte und gab keinerlei Informationen preis. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein, untersuchte Gebäude und Wohnungen von Managern. Es kam zum Prozess. Die WestLB akzeptierte das Urteil und zahlte 17 Millionen Euro wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Auch Friedel Neuber musste 300.000 Euro zahlen. Auch er legte keinen Widerspruch ein. Es war Friedel Neubers Ende als Chef der Westdeutschen Landesbank. Ich unterstelle einmal, dass wir unser Steuerverfahren nunmehr beendet haben. Das Verfahren mit Brüssel ist leider nicht beendet.
Aber da lebe ich in der Hoffnung, dass dies bis zum Jahresende durch meinen Nachfolger dann beendet wird. Er muss ein professioneller Banker sein. Er muss operative Erfahrung haben als in einer Spitzenfunktion an der Bank. Er muss Erfahrung haben im öffentlich-rechtlichen Kreditsektor. Und er muss eine hohe Affinität haben zur Westdeutschen Landesbank. 2001. Jürgen Sengera trat die Nachfolge von Friedel Neuber an und übernahm dessen Erblast, das Brüsseler Verfahren. 10 Jahre lang schon schwelte der Konflikt mit der EU um die Wettbewerbsverzerrung durch die Staatsgarantie. Peer Steinbrück, zu der Zeit noch Finanzminister, war damals fest entschlossen, den Kampf gegen Brüssel zu gewinnen. Ich sehe die gute Möglichkeit, dass man sich mit der Brüsseler Kommission einigt. Der Kommissar Monti und der Staatssekretär Koch-Weser, der in Berlin dafür die Federführung hat, haben sich verabredet, bis Mitte des Jahres, sprich bis Mitte Juli, zu einer Einigung zu kommen. Daran kann ich zum Teil, was die WestLB betrifft, mitwirken. Und ich bin da ganz begründeten Optimismus. Er täuschte sich, denn er verlor den Kampf. 2002 verbot die EU die Staatsgarantie. Die WestLB wurde in eine AG umgewandelt und stand ohne finanzielle Absicherung da. Das lange Gedächtnis der EU war stärker als die Macht am Rhein. Um an Geld zu kommen, verkaufte Sengera die zur WestLB gehörende Landesbausparkasse LBS für 4 Milliarden Euro an die Sparkassen. Es sollte das Startkapital für die Zukunft sein, doch es wurde der nächste Schritt in den Abgrund. Wenn man das rückblickend betrachtet, finde ich es bemerkenswert, dass ein solcher ökonomischer Unsinn, der ein Geschäftsmodell produzierte, das nämlich die WestLB als reine Investmentbank zurückließ, dass damals die Eigentümer, natürlich auch das Land Nordrhein-Westfalen unter der Führung von Herrn Steinbrück, nicht gerade von ökonomischer Weitsicht begünstigt waren, als sie diese Überlegungen realisierten. 4 Milliarden Euro waren nicht viel Geld, um im Risikogeschäft des Investmentbanking mitspielen zu können. Der WestLB-Vorstand hatte darin wenig Erfahrung, auch nicht Jürgen Sengera. Und dieses Geld dann das, was er daraus bekommen hat, in den Sand gesetzt hat. In Krediten, die verloren gegangen sind im Investmentbanking. Nicht bedenken, dass man Investmentbanking nur betreiben kann, auf der Grundlage, wenn man auch zu Hause ein gesundes Brot- und Buttergeschäft im Bankbereich hat. Und das hatte die WestLB nicht, weil er der Unterleib fehlte. Auf Druck der EU hatte die WestLB ihre finanzielle Basis verloren, die Staatsgarantie. Jetzt musste sie alle Verluste selber tragen. Es wurde richtig ernst für die Bank. Erstmals. Kurz zuvor hatte die WestLB eines ihrer größten finanziellen Desaster erlebt, und zwar in London. Es begann 1999, da galt die Staatsgarantie für die WestLB noch. Ein Milliardenkredit sollte über die Londoner Filiale der WestLB an ein britisches Unternehmen fließen, eingefädelt vom damaligen Vorstandsmitglied Jürgen Sengera. 1,3 Milliarden Euro investierte die WestLB in das Unternehmen Box Clever, das Fernsehgeräte an Privatkunden verleiht. Ein Geschäft mit hohem Risiko ohne Absicherung. Ein weiterer Sargnagel für die WestLB. Box Clever hat in einem großen Umfang in England Waschmaschinen, Fernsehapparate, andere elektrische Geräte an Menschen vermietet. Und aufgrund der Mietzahlungen, die einen regelmäßigen Liquiditätsfluss gegeben haben, rechnete sich das Geschäft rein theoretisch als ein interessantes Geschäft. Volumen waren 1,3 Milliarden Euro. Danach wurde Bernd Lütje 2002 als Aufsichtsrat der WestLB eingesetzt. Er traf auf das Desaster in England. Das Box-Clever-Geschäft hatte schon Millionen Verluste eingefahren und niemand hatte es gestoppt. Die Menschen besaßen längst eigene Fernseher. Kaum jemand lieh sich ein Gerät noch aus. Doch das hatte bei der WestLB vor der Kreditvergabe aber wohl niemand richtig geprüft. Ich habe mir persönlich mal das Geschäft richtig vor Ort in einem englischen Industriearbeiterviertel angeschaut und nachgeguckt, ob das wirklich noch zeitgemäß ist. Solche Geschäfte sollte eigentlich der Kreditausschuss der WestLB kontrollieren. Mitglieder im Ausschuss, der Finanzminister von NRW und die Sparkassen. Finanzminister war Peer Steinbrück. Hatte er die Geschäfte kontrolliert oder geprüft?
als Mitglied des Kreditausschusses bei der WestLB, tragen Sie da eigentlich mit Verantwortung für die Box-Klever-Geschäfte, die dort getätigt wurden? Ich bin nicht Mitglied des Kreditausschusses der WestLB. Ich war es nicht und ich bin es nicht. Wir haben schwarz auf weiß, dass Sie Mitglied waren im Kreditausschuss. Ich war nicht Mitglied des Kreditausschusses. Ich habe an keiner einzigen Sitzung des Kreditausschusses teilgenommen. Aber Sie waren offiziell Mitglied. Ja, aber ich habe an keiner einzigen Sitzung des Kreditausschusses teilgenommen. Insofern sind Ihre Annahmen falsch. Sie haben nachweislich. Nachweislich jedem Protokoll habe ich nie an einer Kreditausschusssitzung teilgenommen. Sie hatten dort einen Vertreter, tragen Sie dafür keine Verantwortung? Das ist dann eine Entscheidung derjenigen, die in dem Kreditausschuss sitzen. Ich weiß nicht, worauf Ihre Fragen hinaus wollen. Ich habe an keiner einzigen Sitzung des Kreditausschusses teilgenommen. Tragen Sie eine politische Mitverantwortung? Nein, trage ich nicht. Herr Steinbrück ist genauso wie die anderen Verwaltungsratsmitgliedern unterrichtet worden, hat entschieden auf Grundlagen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, beziehungsweise hat zur Kenntnis genommen, weil es zunächst nur Vorstandsentscheidungen waren. Also eine besondere Rolle hat er nicht gespielt, sondern er hat die Rolle gespielt, die er eben aus seiner Verantwortung als Verwaltungsrat wahrzunehmen hatte. Die Sitzungen finden ja statt, um eventuelle Fragen, die daraus erwachsen, dort zu stellen und zu erörtern. Möglichst auch in epischer Breite. Und wenn die Mitglieder des Verwaltungsrates, die im Kreditausschuss sitzen, hiervon keinen Gebrauch machen und blind vertrauen, dann nützt das beste Gewebe nichts an Vorschriften. Die müssen von den Menschen ausgefüllt werden und wahrgenommen werden. Peer Steinbrück lehnt heute ein Interview dazu mit uns ab. Bernd Lütje zog 2002 die Reißleine. Er beendete das Geschäft, bevor noch mehr Geld verbrannt wurde. Die WestLB hatte 1 Milliarde Euro verloren. Der Kredit war vor seiner Amtszeit eingefädelt worden. So war es. Es war vorher eingegangen worden. Aber ich habe natürlich die volle Verantwortung dann als Aufsichtsratsvorsitzender aus der Tätigkeit gehabt. Und die habe ich auch wahrgenommen. Und letztlich hat es ja auch dann zur Ablösung von Herrn Sengera geführt. Genau, das hatte ursächlichen Zusammenhang. Ja. Ich bedauere es persönlich, weil ich Herrn Sengera sehr geschätzt habe. Ansonsten sind die Entscheidungen dort gefallen, wo sie hingehören, nämlich in den Gremien der Bank. In denen zum Teil auch Peer Steinbrück Mitglied war. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Mal wieder. Es kam zur Anklage gegen den WestLB-Vorstand Sengera. Herrn Sengera wird vorgeworfen, dass er durch eine pflichtwidrige Kreditgewährung im Jahre 1999 einen besonders umfangreichen Schaden, auch im Verhältnis zum Gesamtvermögen der Geschädigten, in diesem Fall der WestLB, verursacht haben soll. Jürgen Sengera auf der Anklagebank. Der Vorwurf? Als Verantwortlicher für Kreditgeschäfte habe er die Seriosität des britischen Partners nicht ausreichend geprüft und dadurch hohe Verluste der WestLB in Kauf genommen. Ein Vorwurf, wie er heutzutage gegen viele Bankmanager erhoben wird. Die damalige Richterin Brigitte Koppenhöfer will sich zu Jürgen Sengera nicht direkt äußern. Aber das grundsätzliche juristische Problem um den Vorwurf der Untreue kennt sie gut. Die Untreue verlangt nach einem Vorsatz. Es gibt keine fahrlässige Untreue. Auf der anderen Seite verlangt die Untreue auch nicht, dass sich der Täter selber bereichert. Er verlangt im Grunde genommen nur, dass er eine Vermögensbetreuungspflicht, die ihm auferlegt ist, missbraucht und dadurch dem betreuten Vermögen einen Schaden zufügt oder das Vermögen gefährdet. Das hört sich auf den ersten Blick sehr einfach an, ist aber eines der komplexesten Dinge, die in der Juristerei zu beherrschen, zu überprüfen und zu beurteilen sind. Nutzten das die WestLB-Manager aus? Sie kannten wohl die Schlupflöcher, um der Justiz zu entgehen. Wie definiert sich Vorsatz? Jemand handelt schon dann vorsätzlich, wenn er ein Geschäft eingeht, einen Kredit vergibt, eine unternehmerische Entscheidung trifft, mit dem Hintergedanken, es könnte auch schiefgehen und sich dann sagt, na wenn schon. Wenn man also dieses subjektive Element, dieses subjektive Moment nachweisen kann, dass jemand bewusst ein nicht mehr kalkulierbares Risiko eingeht mit dem Hintergedanken, na wenn es schon schief geht, macht auch nichts, dann haben wir ja den Vorsatz. Vorstände, ob nun in privaten Unternehmen, in Aktiengesellschaften, in öffentlichen Unternehmen, müssen entscheiden können und sie müssen Risiken eingehen können. Sie müssen die Risiken abwägen und wenn sie sie abgewogen haben, nachweislich, können sie die Entscheidung machen. Selbstfindige Entscheidung dann zu einem schiefen Ergebnis führt.
Sengera wurde freigesprochen, der Vorwurf der Untreue konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings wollten sich die Staatsanwälte damit nicht abgeben. Sie wissen, dass der Begriff Untreue gesetzlich nur schwer zu fassen ist. Die Staatsanwaltschaft wird heute Revision gegen das Urteil einlegen. Sie wird sich damit zunächst mal alle Möglichkeiten offen halten, das Urteil überprüfen zu lassen. Der Bundesgerichtshof hob 2009 das Urteil auf und verwies es zurück an das Landgericht. Das neue Verfahren beginnt in wenigen Monaten. So wird die Geschichte der WestLB noch lange nicht zu Ende sein. Vor Gericht geht sie weiter. Er sollte mit der Ära Neuber Sengera aufräumen. Thomas Richard Fischer wurde 2004 neuer Vorstandsvorsitzender der WestLB, ein Investmentbanker von der Deutschen Bank. Zunächst schien der Umbau zu gelingen. Fischer führte die Bank aus der Krise. Erstmals seit langem schrieb sie wieder schwarze Zahlen. Doch war der neue Erfolg nicht ebenfalls teuer erkauft? Ich erinnere mich so an eine erste Mitarbeiterversammlung, als er auf die Bühne trat, wo hinterher alle ganz begeistert waren. Also wie toll er uns motiviert und welche Ideen er hat und wie stark wir alle zusammenstehen und so. Also das war schon wieder jemand, der den Menschen auch wieder Zuversicht gegeben hat und versucht hat, eine Perspektive zu geben. Die Zuversicht hielt nicht lange. Mitarbeiter der Bank verzockten sich mit Aktien des VW-Konzerns, nicht nur einmal. Sie machten hohe Verluste, wieder mal 600 Millionen Euro. Und wieder die Frage, was wussten Vorstand und Aufsichtsrat? Es besteht konkret der Verdacht der Untreue und des Verstoßes gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Im Einzelnen haben wir Hinweise, dass die beiden Beschuldigten gegen bankinterne Regelungen beim Handel mit VW-Aktien verstoßen haben sollen, und zwar zum Nachteil der Bank. Es gab dann einen Zwischenfall, dass jemand, das ist bis heute nicht geklärt, die Position, die WestLB auf den Büchern hatte, extern kommuniziert hat. Und damit konnte jede andere Bank gegen uns wetten und hat uns einen sehr großen Verlust beschert. Wieder ein Untersuchungsausschuss, wieder geriet ein Vorstandsvorsitzender in die Schusslinie. Was wusste Thomas Fischer? Ich werde gleich etwas sagen, und dann werden Sie alle anderen Fragen richtig einordnen können. Vielen Dank. Doch die Geschichte wiederholte sich als Farce. Fischer schwieg und zahlte 150.000 Euro. Von einem Gerichtsverfahren blieb er verschont. Die Europäische Union verlor 2009 die Geduld. Niederlassungen im Ausland mussten geschlossen, noch vorhandene Beteiligungen verkauft werden. Joachim Almunia ist Wettbewerbskommissar bei der EU und erhielt engen Kontakt zur Bundesregierung, der die WestLB mittlerweile auch ein Dorn im Auge war. Beide Seiten, die Bundesregierung mit ihrem Vertreter Wolfgang Schäuble und seinem Team, sowie mein Team und ich, haben versucht, den Steuerzahlern zu helfen. Weil unsere Verantwortung als staatliche Kontrolle hier in Brüssel ist, im Interesse der Steuerzahler zu denken, deren Gelder riskiert werden, um die Banken zu unterstützen. . 2009 wurde eine sogenannte Bad Bank gegründet, eine Abwicklungsbank. Faule Kredite in Höhe von 77 Milliarden Euro wurden ausgelagert, um den Verlust der WestLB zu mindern. Allerdings wurden auch Papiere verlagert, die eigentlich nicht in die Bad Bank gehörten. Die EU wertete dies erneut als unsauberen Trick. Da waren eben aus Sicht der Kommission Kredite auch drin, die gar nicht reingehörten. Keine Bad Bank-Kredite, sondern verlustbringende Kredite aus dem normalen Geschäft. Und die hat die WestLB rübergegeben, um ihr Ergebnis, zu schönen. Und da ist das letzte Vertrauensverhältnis kaputt gegangen. Die EU wollte jetzt die WestLB zerschlagen. Der Trick mit der Bad Bank war einer zu viel. After the first decision on WestLB, Nach der ersten Entscheidung zur WestLB, die im Mai 2009 getroffen wurde, war es nicht einfach, einige Monate später die Bad Bank unter den vereinbarten Bedingungen zu gründen. Und Ende 2009 hatten sich die Bedingungen, unter denen die Entscheidung im Mai angenommen wurde, geändert. Bei den illegal verschobenen Werten ging es immerhin um 3,4 Milliarden Euro.
Ich habe mit Minister Schäuble diskutiert und wir haben uns gemeinsam 6 Monate Zeit gegeben, zu entscheiden, was im Hinblick auf die Interessen der Steuerzahler mit der WestLB zu tun sei. Nicht in unserem eigenen Interesse, sondern im Interesse der Steuerzahler. Im Juli 2011 haben wir uns auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt und die endgültige Entscheidung ist im Dezember des Jahres gefallen. Das war der Schlussstrich unter die WestLB. Die Brüsseler haben nicht vergessen, dass sie seinerzeit unter Druck gesetzt worden sind, dass sie beschimpft worden sind und. Und sie haben Rache geschworen. Und es gibt Einrichtungen dieser Welt, die sind für die Ewigkeit gemacht. Das ist der Vatikan, gehört dazu, die Bürokratie, die Deutsche Bank und andere mehr, die nicht vergessen, ihren Empfangengedächtnis haben. Und Brüssel hat Rache genommen. 2010. Auf Druck der EU wurde eine Anzeige geschaltet, mit der Käufer für die WestLB gesucht wurden. Das sollte Milliarden Euro in die Kassen der Bank spülen, die sie dringend benötigte. Verkäufer: CDU-Mann Friedrich Merz. Eingesetzt mit Zustimmung der CDU-geführten Bundesregierung. Wieder ein Geschmäckle. Denn Merz war im Bundestag einmal Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion gewesen. Schwarzer statt roter Filz? Setzte sich die Filztradition der WestLB auch am bitteren Ende fort? Friedrich Merz geriet in die Schlagzeilen. Er soll ein enorm hohes Honorar bekommen haben. Merz dementiert das nicht. Aber auch er will mit uns nicht darüber sprechen. Er scheiterte mit dem Verkauf. Der CDU-Mann ist Partner einer international tätigen Anwaltskanzlei, die auf Geschäfte dieser Art spezialisiert ist. Hartmut Schauerte beobachtete die Vorgänge um seinen Parteifreund Merz genau. Und er war skeptisch. Von Anfang an. Es war für meine Begriffe ein aussichtsloses Unterfangen. Und dann ist die Entscheidung eines Anwalts, wie man das beurteilt. Wenn ich einen Vorgang für aussichtslos halte, dann übernehme ich ihn erst nicht. Aber wenn ich eine Chance sehe, Möglichkeiten auslote, dann ist das eine souveräne Entscheidung. Mitarbeiter der Bank sind aufgebracht, wie ihre Bank zugrunde gerichtet wird. Also das war seinerzeit sehr schwer vermittelbar, wobei diese Kosten ja nicht von der WestLB, sondern von den Eigentümern getragen wurden. Die haben ja den Herrn Merz beauftragt, die Bank für sie zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie sich schauen, was andere Beratungsunternehmen an Tagessätzen oder Stundensätzen nehmen, dann ist das sicherlich im normalen Rahmen dessen, was da häufig verlangt wird. Aber die Summe ist natürlich schier riesig. Und wenn man dann noch schaut, dass es nicht zum Erfolg geführt hat, war es eigentlich rausgeschmissenes Geld. Bis zu 18 Milliarden Euro wird die Abwicklung der WestLB die Steuerzahler insgesamt kosten. Von den 4.000 Mitarbeitern wird am Ende wohl niemand mehr übrig bleiben, wenn 2016 die Portigon, wie die WestLB jetzt mit neuem Namen heißt, aufgelöst oder verkauft wird. Dann wird die WestLB endgültig Geschichte sein. Übrig bleiben wird nur die Erinnerung an Filz und Größenwahn und der Verlust von vielen Milliarden Euro.